bereit für die Sandsteinweiten, Champ? Okay, das dauert nicht lang. Genau wie deine Reise. Drücke die Weltkarte-Taste, um die Weltkarte aufzurufen. Du bist in der Werkstatt vom Turbofeld. Von Werkstätten aus kannst du Schnellreisen an andere Orte machen. Das sind die Sandsteinweiten. Ein ganz neuer Ort für Erkundungstouren, Rennen und neue Aktivitäten. Für die Schnellreise brauchen wir eine Werkstatt. Ich zeig dir die erste, aber die anderen musst du selber finden. Bam! Deine erste Werkstatt in den Sandsteinweiten. Bewege jetzt deinen Cursor auf die neue Werkstatt in den Sandsteinweiten und starte die Schnellreise. Du hast es zu den Sandsteinweiten geschafft. Am liebsten würde man für immer hier bleiben, was? Aber lass dich von der beschaulichen Landschaft ja nicht täuschen. Hier werden überall Rennen gefahren. An den gewaltigen Steinmonumenten vorbei. Die herrlich schillernden Flüsse entlang. Und auch in der Stadt tritt man gegeneinander an. Hey Champ, ich weiß, dass du das Zeug dazu hast, den Sky Cup Grand Prix zu erreichen, den Sky Pokal zu gewinnen und zum größten Rennstar in Bricklandia zu werden. Jetzt zeig es auch allen anderen, indem du Rennen fährst, Zielflaggen gewinnst und in den Grand Brick Arenen antrittst. Dein erstes Rennen ist das Staubteufelrennen. Der Name klingt gefährlich und das ist es auch. Drücke die Weltkarte-Taste, um die Weltkarte aufzurufen. Fahre mit dem Cursor über das Staubteufelrennen und platziere einen Wegpunkt. Jetzt kannst du dein erstes Rennen leicht finden und ich habe geholfen. Drücke Weltkarte, um die Weltkarte zu schließen und folge dem Wegpunkt zum Staubteufelrennen. Start und ich sind immer da, wenn du uns brauchst. Jetzt geh und werde der Champion, der du schon bist. Ziemlich was los hier beim Staubteufelrennen. Ganz genau, Parker. Die Schweinezucht arbeitet vollen Gestank voraus. Es gibt verschiedene Tornado-Warnungen und obwohl auch noch ein Rennen angesagt ist, ist Chip Hausers Flugschule geöffnet. Vicky, ich konnte vor dem Rennen mit Chip Hauser sprechen. Ich konnte ihn zwar kaum verstehen, weil er den Mund voll hatte und ständig gekaut hat, aber eins ist klar, er ist siegeshungrig. Boss it!
Schau mal, wie ich fahre! So ein Mist. Du hast gewonnen, also kriegst du meine Zielflagge, oder? So läuft das, glaube ich. Pass gut drauf auf, ja? Sie ist frisch gewaschen. Nein, ist sie nicht. Vielleicht sollte ich es mal mit diesem Bemühen versuchen, das mir immer alle empfehlen. Du hast deinen ersten Rivalen besiegt. Nicht das gleiche wie mich zu besiegen, aber du hast eine Flagge. Ich füge diese Zielflagge deiner Sammlung hinzu. Sie ist sehr hübsch und bringt dich einen Schritt näher an die Qualifikation für die sandsteinweiten Grand Prix Arena. Eins doch. Du musst erst noch etwas Erfahrung sammeln, um mit deinen nächsten beiden Rivalen mithalten zu können. Es ist an der Zeit, EP zu sammeln und dein Level zu erhöhen. Finde zwischendurch Events, Missionen und Herausforderungen, indem du die Welt erkundest. Drücke die Weltkarte-Taste, um die Weltkarte aufzurufen. Ich habe die nächsten beiden Rennen auf deiner Karte markiert. Das zum Freischalten eines Rennens benötigte Level wird auf dem Rennsymbol angezeigt. Du siehst dein aktuelles Level in der EP-Anzeige oben rechts in der Weltkarte. Alles verstanden? Toll! Dann mal los! Oh, my God.
Thank you.
Ja.